Vorbereitungen im vollen Gang. In Gespannkrimi. Werner Schwärzel sitzt hier fast ruhig gelassen, aber trotzdem voll allgespannter Konzentration am Rande der Piste. Und alles bereitet sich noch einmal auf den Start vor, so auch der junge Schweizer Bieland, von dem wir hinterher noch einige sehen können. Rolf heißt er mit Vornamen. Fotoreporter umdrängen immer wieder die Stars der Rennpiste. Rolf Steinhausen als Trainingsschnellster auf dem linken Flügel der ersten Startreihe. Daneben Schwärzel und da bereits das Zeichen, eine Minute, noch 30 Sekunden bis zum Start. 30 seconds to go und Start! Sich an der Spitze der Schwarzwälder Werner Schwärzel und unser oberbergischer Pilot Rolf Steinhausen ein erbittertes Duell geben, ist es der Leverkusener Heinz Thewissen, der als Schlusslicht Runde für Runde das Feld vor sich her jagt. Zumindest so lange, bis dass wir ihn später noch an den Boxen stehen sehen. Sicherheitszone wird hier in der Tschechoslowakei vom Militär abgeschirmt. Auf der Ziellinie wieder einmal Werner Schwärzel vor Rolf Steinhausen. Oliver in seiner einmaligen Boxenarbeit rechnet die Distanzen zu den Mitkonkurrenten aus. Werner Schwärzel bleibt weiter vorne. Rolf Steinhausen mit nur ca. 10 Sekunden Rückstand auf Platz 2. Aber dort kommt bereits ein weiteres Gespann auf. Ein paar schicke Einblendungen in Zeitlupe. Der Vorsprung von Werner Schwärzel ist ein wenig größer geworden. Und Heinz Thewissen hier also bereits an den Boxen aus Passé für den Leverkusener. Des Gespannkrimi. Denn in die Spitzengruppe mit reingekommen ist das schweizerische Gespann Schmied-Mathil. Und hier also der Zieleinlauf Schmied-Mathil ganz knapp
vor Werner Schwertzel. Auf Platz 3 der Schweizer Rolf Bieland, der an der Spitze lag und dem dann leider auf den letzten 100 Meter die Kette gerissen war. Rolf Steinhausen und Sepp Huber sind Vierte geworden. Aber es reicht. Während hier also die Siegerehrung ist, Werner Schwertzel scheint offensichtlich sehr gern zu küssen. Er tut es eifrig, der Schwarzwälder. Die offiziellen Delegierten vom Motocross Prag, umrahmt von den Trachtenfrauen,